Seid ihr bereit, eure eigene Tennisakademie zu gründen? Dann seid ihr richtig beim Tennismanager 2024. Wir starten eine neue Karriere ohne Tutorials. Wenig Schwierigkeit mittel, weil wir uns das gleich über einen anderen Weg schwerer machen. Das zeige ich euch gleich. Und nehmen natürlich den 25-jährigen Teklius von Angespielt als Cheftrainer und Manager, wie wir es auch schon gemacht haben beim Spiel We Are Football 2024. Dort hatte er schon ein Ritual. Und zwar sieht dieser Teklius von Angespielt seine Unterhose als Glücksbringer. Wenn also sein Spieler erfolgreich ist und er gerade eine Unterhose anhat, wird er diese Unterhose nicht wechseln, bis dieser Spieler dann irgendwann mal eine Niederlage einfährt. Und deswegen schaut er hier auch so traurig auf eine frische Unterhose, der Arme. Und vor allem die Armen, die das riechen müssen. Er ist 25 Jahre alt, also kein absoluter Grünschnabel, aber auch nicht so erfahren wie ein 50- oder 60-jähriger Manager und Cheftrainer. Deswegen gehen wir bei der Erfahrung auf abgehärtet. Das bedingt, wie viele Punkte wir hier unten bei den Attributen verteilen können. Wir können das entweder selber auswählen und hier Punkte wegnehmen und dann Punkte verteilen. Oder wir wählen hier oben einen Stil aus. Das machen wir mal und vereinfachen uns das und gehen auf Stratege. Das bedeutet, dass wir vor allem hier im Bereich Management ganz gut unterwegs sind. Also wir können sehr gut sehen, ob ein Spieler was drauf hat oder nicht. Super wichtig natürlich, wenn wir neue Spieler irgendwann rekrutieren wollen. Und die Verhandlungen dazu können wir auch gut führen. Nicht nur um neue Spieler zu holen, sondern um zum Beispiel auch den Ausrüster zu verhandeln. Allerdings sind wir als Stratege auch richtig gut bei den taktischen Werten, denn die Taktik ist natürlich auch spielentscheidend und auch was das Mentale angeht, sind wir richtig gut und das ist so wichtig in diesem Spiel, da kommen wir auch gleich noch drauf zu, weil es ja kein Teamsport ist. Wir haben hier Individuen, die wir auf den Tennisplatz schicken und wenn die mal schlecht drauf sind, wenn die nicht selbstbewusst sind, wenn sie demotiviert sind, wenn sie frustriert sind, dann läuft es nicht. Das ist kein Team, welches die Gesamtleistung retten kann. Nein, es geht immer um das Individuum und deswegen ist die mentale Stärke so super wichtig. Wir könnten direkt als Kapitän einer Nationalmannschaft beginnen, aber das wollen wir uns, wenn, selbst erarbeiten. Wir wollen auch keine bestehende Akademie leiten, sondern eine ganz eigene Akademie gründen. Und bei We Are Football haben wir mit dem ersten FC Düren gespielt und deswegen spielen wir hier mit der Dürener Tennisakademie. Und da ich hier die voreingestellten Logos nicht so richtig cool fand, habe ich mir gedacht, machen wir unser ganz eigenes Logo. Ein gelber Tennisball mit schönen blauen Verzierungen, na, so wie das Logo vom ersten FC Düren. Und wir können jetzt auswählen, wie groß die Tennisakademie denn schon ist. Ist das schon eine riesige Akademie, die richtig viel Geld einbringt, wo wir 5 Cheftrainer von einer richtig hohen Erfahrungsstufe haben, wo alles gebaut ist? Nein, natürlich nicht. Wir wollen eine Akademie neu gründen. Und da gehört es für mich dazu, dass wir mit nichts anfangen. Die Infrastruktur ist auf dem kleinsten und geringsten Punkt. Wir müssen die komplett ausbauen. Und wir starten mit richtig schlechten Mitarbeitern und wir haben auch keinen Cheftrainer. Das ist nicht so schlimm, denn wir werden am Anfang als Cheftrainer fungieren. Irgendwann wird es so sein, dass wir jemand anderes als Cheftrainer einsetzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Taktiken auswählen können, sondern das bedeutet, dass dann der Cheftrainer das Training übernimmt und nicht wir dann individuell einem Spieler zugeordnet sind. Beim Budget finde ich es auch gut, wenn wir mit einem niedrigen Budget starten und ich habe euch gesagt, wir machen die Schwierigkeit hinten raus schwerer. Hier seht ihr das. Ich würde ganz gern mit einem Budget von 10.000 Euro starten, damit es so richtig hart ist und dass sich das auch wirklich nach einem Neuanfang anfühlt. Dass wirklich hier eine kleine deutsche Akademie aufgebaut wird, die noch niemand kennt und wo auch wirklich keine finanziellen Geldgeber im Hintergrund stehen. Das müssen wir uns alles selber arbeiten und deswegen müssen wir natürlich auch erstmal auf Nachwuchs gehen, denn teure, tolle Spieler, die schon richtig viel erreicht haben,
kommen natürlich nicht zu uns und die können wir uns auch gar nicht leisten. Aber den Nachwuchs, den können wir ausbilden. Und wenn wir da den Blick haben, erinnert euch dran, wir haben eben die Spielerbewertung hochgedrückt. Wenn wir da den richtigen Blick haben für Talente, dann können wir vielleicht eine erfolgreiche Akademie aufbauen. Man könnte jetzt einen eigenen Spieler erstellen und mit dem Spieler dann spielen, aber ich würde ganz gerne auf den Spielerpool zurückgreifen. Dort habe ich drei Sachen, die mir wichtig sind. Einerseits möchte ich gerne ein hohes Potenzial haben, damit wir auch über eine lange Zeit viel Freude mit dem Spieler haben, möchte aber einen Spieler haben mit einer geringen Stufe. Und der Spieler sollte unterm Strich nicht zu alt sein, damit wir auch wirklich auf den Nachwuchs setzen. Wir können bis zu 4 Spieler mitnehmen. Ich finde es realistisch, wenn wir jetzt, wo die Akademie ganz neu gegründet wurde, wirklich mit einem Spieler beginnen. Und ich würde, glaube ich, auch einen deutschen Spieler bevorzugen, denn es ist unwahrscheinlich, dass so ein spanisches Talent nach Düren kommt. Nein, das muss schon ein Spieler sein, der vielleicht sogar aus dem Dürener Tennisverein stammt und dort von uns weggescoutet wurde. Wir schauen mal ganz kurz hier rein und dann gibt es mal einen kleinen Cut für euch und ich nehme euch gleich mal mit, wenn ich jemanden gefunden habe, der sich gut für uns eignen würde. Nach ein wenig Rumschmökern hier bei unseren Talenten fällt mir besonders Ella Siedl auf. Ella hat ein riesiges Potenzial, 4 Sterne gesichert, beim letzten Stern müssen wir noch schauen, was die Zeit zeigt, hat hier 2,5 Sterne als Stufe, ist also noch nicht mehr so richtig schlecht, aber kann auch nicht bei den ganz großen Profis mitspielen, muss also noch aufgebaut werden, ist 18 Jahre alt, hat also noch sehr viel Zeit vor sich und ist eine aggressive Grundlinienspielerin. Das heißt, sie möchte die Kontrolle haben über das Feld. Sie spielt aggressiv, kraftvoll, dynamisch, lässt den Gegner laufen, zermürbt ihn. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Spielweise, um sich das anzuschauen. Und sie hat hier unten, da sehen wir, 3 Taktiken, die wir mit ihr spielen können. Grün würde bedeuten, dass sie das richtig gut kann. Gelb heißt, sie kann das. Rot würde bedeuten, sie kann das nicht. Und da würde ich gerade dieses vielseitige Spiel bevorzugen, weil das genau das kann. Also den Gegner zermürben. Schön weit nach hinten links spielen, dann nach hinten rechts, dann mal einen kurzen Stoppball spielen, den Gegner richtig schön laufen lassen. Das sehe ich bei ihr ganz gut. Sie ist zwar noch ein Neuling, was die Erfahrung angeht, aber hat schon ein paar Erfolge gesammelt. Sonst hätte sie keinen Achterruhm. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ihre Persönlichkeitswerte sind auch super wichtig, gerade auch für die mentalen Aspekte. Sie ist anspruchsvoll. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Verhandlungen mit ihr ein bisschen schwerer sind. Aber wir sind ja ein Verhandlungskünstler, also sollte das nicht das größte Problem sein. Sie ist sanguinisch. Das bedeutet, dass Einflüsse stärker auf sie wirken. Positiv wie negativ. Das heißt, wenn sie jetzt mal einen Satz richtig schlecht spielt, kann es sein, dass sie danach so nervös ist, dass das ganze Spiel danach ins Wasser fällt. Andersrum kann es aber auch sein, dass wir mal was aufs Feld raufrufen und sagen, hey, du schaffst das, du kriegst das hin, wir glauben an dich. Und sie dadurch dann nochmal so einen richtigen Boost bekommt. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool, weil wir da diese Spielmechaniken noch ein kleines bisschen dynamischer kennenlernen. Charismatisch ist sie auch, führt sich dann zum Beispiel positiv auf die Ruhmstufe aus. Und dann können wir sicherlich auch coolere Ausrüsterverträge mit ihr vereinbaren. Hier unten sehen wir ihre Attribute und so weiter. Diese -1 Sachen, das liegt am Schläger bzw. an den Schuhen. Das können wir gerade bei den Schuhen auch kurzfristig ändern, das ist nicht so schlimm. Und hier unten sehen wir in diesem Netzdiagramm ganz schnell so ein paar Eindrücke, wo ist sie besonders gut drin, wo ist sie besonders schlecht drin. Sie ist hauptsächlich vielseitig, kann man sagen, mit einem ganz kleinen Fokus auf den Rückschlag. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Sie ist Rechtshänderin und
Die Rückhand wird von ihr zweihändig ausgeführt. Ich würde sagen, wir gehen mit Ella. Dass sie eine Frau ist, bedeutet nicht, dass wir eine Frauenakademie führen, denn wir können sowohl Frauen als auch Männer in die Akademie aufnehmen. Wir verbauen uns dadurch also nichts. Vielleicht ganz interessant, denn We Are Football, was wir gerade spielen, was ich schon erwähnt habe, da muss man sich von Anfang an entscheiden. Spielt man mit den Männern oder mit den Frauen? Das ist hier nicht so. Das finde ich auch ganz gut so. Und damit starten wir unsere Karriere. Wir sind Teglius und angespielt, abgehärtet und sind jetzt der neue Cheftrainer und Manager der Akademie Dürener Tennis Akademie. Ganz wichtig, wir sind nur Manager und Cheftrainer, das heißt, wir können gefeuert werden. Es gibt einen Vorstand, es gibt andere Leute, die was zu sagen haben. Wir können dort auch rausfliegen, wenn es nicht gut läuft. Und wir nehmen Ella Sedl mit. Das ist unsere erste Spielerin. Es werden später sicherlich noch welche folgen. Aber das ist unser Beginn dieses Angespiels. Denn ich habe vor, mit euch eine Saison zu spielen. Und dann schaue ich mir an, wie immer, ob euch das gut gefällt, ob ihr viel Spaß daran habt. Und wenn ich sehe, da sind viele Leute da, die richtig viel Spaß haben, dann kann es auch mal 140 Folgen geben, wie jetzt beim We Are Football Let's Play, was auch nur als angespielt geplant war. Bei Twitter gibt es die Schlagzeile: Teglius von Angespielt wurde soeben zum Manager von der Dürener Tennis Akademie ernannt. Und jetzt bekommt ihr bitte keinen Schreck. Ich führe euch einmal ganz kurz durch das Menü. Auf den ersten Blick fühlt sich das viel komplizierter an, als es am Ende ist. Wir sehen jetzt hier unsere Nachrichten. Das heißt, der ganze linke Bereich hier, den wir hier sehen, das sind alles Nachrichtensachen. Das sind verschiedene Ordner und hier haben wir quasi dann bestimmte Begriffe, nach denen wir dann später sortieren können. Also absolut unkompliziert, was wir hier sehen, und hier sehen wir dann entsprechend die Nachrichten. Hier werden wir begrüßt von M. Borg, dem Vorstandsvorsitzenden von der Dürener Akademie. Hoffentlich wird er glücklich mit uns sein. Hier oben sehen wir, wo wir uns gerade befinden, in welchem Bereich. Wir sind gerade ganz links, der Briefumschlag sagt es, bei den Nachrichten. Als nächstes können wir auf Touren gehen. Hier sehen wir quasi die verschiedenen Ranglisten. Ist für uns gerade nicht hundertprozentig wichtig, weil unsere Spielerin natürlich nicht hier in den Top 100 gerade mitspielt. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Denn wenn wir in die Rangliste schauen und dann nicht bei der männlichen Tennisliga, sondern bei der weiblichen, können wir sehen, wir sind bereits auf Platz 179. Da ist sie. Da ist sie in der Dürener Tennisakademie. Also, wir haben tatsächlich durchaus die Möglichkeit, in die Top 100 zu gehen. Wir haben gerade 417 Punkte. Wir schauen mal, was wir für die Top 100 brauchen. 758. Okay, das ist natürlich ein weiter Weg. Aber wir ziehen das trotzdem mal an. Dann gibt es hier noch verschiedene andere Übersichten. Das ist erstmal für uns irrelevant. Hier sehen wir wirklich nur Ranglisten und Statistiken. Das nächste ist deutlich wichtiger, der nächste Reiter. Das ist der Teamreiter. Hier sehen wir jetzt Ella. Würden wir noch weitere Spieler haben, würden die jetzt hier rechts angezeigt werden. Dann können wir wirklich von Spieler zu Spieler umschalten. Oder wir sehen hier in der Beobachtungsliste die Spieler untereinander. Also hier hätten wir weitere Spieler, würden sie untereinander angezeigt werden. Und da sehen wir einerseits, welchen Rang Ella hat. Und dann sehen wir hier ihre momentane moralische Verfassung, ihre Motivation. Die ist in Ordnung. Das ist ihr psychologischer Zustand. Das nächste ist die Form. Die ist auch gerade so mittelmäßig. Und als nächstes sehen wir die körperliche Verfassung. Hier sehen wir die Quote, wie oft sie siegt und was sie diese Woche so gerade trainiert oder ob sie gerade ein Turnier hat. Wenn wir dann auf sie raufklicken, sehen wir noch mehr über sie und können noch viel mehr erfahren. Zum Beispiel sehen wir, auf welchen Plätzen sie besonders gut spielt. Also sie ist besonders gut bei Hartplätzen, kann auch bei Sandplätzen spielen. Rasen, Indoor hat sie echt keine Erfahrung und da sollten wir sie schleunigst von fernhalten. Sie ist seit dem 21.02.2022 ein Profi, das heißt, ja, nicht ganz 2 Jahre. Wir haben gerade den
9. Dezember 2023, wie wir hier oben sehen. Und sie macht 24% unseres Umsatzes aus. Das sehen wir natürlich dann, wenn wir uns gleich nochmal die Ausrüsterverträge anschauen. Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt hier schon entscheiden könnten, was ist ihre Taktik, mit der wir spielen wollen. Ich habe euch schon gesagt, hey, ich bin großer Freund vom vielseitigen Spiel, weil wir den Gegner dann noch viel mehr laufen lassen als beim offensiven Grundlinienspiel oder beim kraftvollen Grundlinienspiel. Aber wir werden das sicherlich auch von Gegner zu Gegner wechseln, denn auch unsere Gegner haben Stärken und Schwächen, auf die wir uns dann einstellen können. Es gibt auch noch andere Strategien, die wir auswählen können, ihr seht das. Allerdings kann sie das nicht so richtig gut. Das wird hier als rot angezeigt, das bedeutet, das ist nicht ihre Stärke. Deswegen stellen wir vorerst mal das vielseitige Spiel ein. Dann kann man hier unten einstellen, wie sehr sie sich daran halten soll. Also wenn wir das auf 5 stellen, dann wird sie immer so spielen, wie wir es ihr gesagt haben. Je mehr wir runtergehen, desto kreativer darf sie werden. Und gerade beim vielseitigen Spiel ist es natürlich klar, dass man auch mal kreativ werden darf. Man merkt es gar nicht, denn vielseitig bedeutet auch mal Kreativität zu zeigen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Klar, wenn man einen schwächeren Spieler vor sich hat oder einen Spieler, der in der Verteidigung schwach ist, macht es mehr Sinn, dann mehr auf Angriff zu gehen, beim stärkeren Spieler vielleicht auch mal mehr auf Verteidigung zu gehen, selbstverständlich. Das heißt, wir gehen hier vorerst auf vielseitiges Spiel und wollen hier die 1 wieder zurücklegen auf offensives Grundlinienspiel, aber gerade ist die 2 ausgewählt. Hier sehen wir nochmal ihren Netz, ihre Stärken im Netz, im Gitter. Und jetzt können wir planen, wie wir mit ihr weiter vorgehen. Also wir können jetzt zum Beispiel Training einplanen. Das ist gerade die Saisonvorbereitung. Wir sind gerade in Kalenderwoche 49 und das Jahr endet mit Kalenderwoche 52. Dann können wir hier umschalten auf die Hartplatzsaison 1, dann gibt es hier die Sandplatzsaison, Rasensaison, Hartplatzsaison 2, Indoorsaison und dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Wir könnten jetzt als Saisonvorbereitung ein einfaches Turnier einplanen oder einfach nur trainieren. Ich persönlich fände es ganz gut, wenn wir ein kleines Turnier einplanen, welches nicht allzu schwer sein sollte, sodass wir uns moralisch erhöhen können und gut vorbereitet dann in die Hartplatzsaison reingehen. Das bedeutet, wenn wir uns mal anschauen, wie Ella Sedle gerade aufgestellt ist, dann sehen wir, sie hat schon 3 Titel gewonnen und ganz genau sehen wir, dass sie 2-mal beim Rookie 50 einen Titel gewonnen hat und einmal bei der Pro-Liga sogar, bei der Pro 70. Und das bedeutet, wir sollten ein Rookie-Turnier machen und dann in der richtigen Saison gehen wir in die Pro-Turniere rein. Also geht's wieder zurück in diese Übersicht hier. Wir planen gleich erst das Training, wenn wir dann das Turnier eingestellt haben. Das heißt, es geht jetzt hier bei uns weiter auf die Turnieranmeldung. Und wir müssen schauen, ob wir jetzt hier in der Vorsaison noch einen guten Platz bekommen. Ja, also wir hätten hier ein Rookie 50 Turnier. Das kann sie ja bereits. Preisgeld wäre 12.500, wäre nicht unwichtig für uns. Allein wenn wir ins Finale kämen, würden wir 8.300 bekommen. Finde ich gar nicht so verkehrt, hier reinzugehen. Also nach Hongkong. Oder hier unten nach Ozeanien. Könnte man auch machen. Aber wir gehen mal hier oben rein und melden uns da an. Das muss noch bestätigt werden. Kann auch sein, dass wir abgelehnt werden. Aber erstmal werden wir hier als erstes Turnier quasi aufbringen.
Und dann geht's ja auch schon in die Hartplatzsaison rein. Und da wollen wir nicht direkt hier in Woche 2 loslegen, denn wir haben ja hier gerade in Woche 1 noch unser Turnier von Woche 52. Denn wenn wir nicht in der Vorrunde rausfliegen, sondern vielleicht bis ins Finale kommen, dann werden wir in Woche 1 hier auch noch Spiele haben. Woche 2 sollten wir dann nochmal zum Training nutzen und vielleicht eher Richtung Woche 3 oder 4 anpeilen, hier mal mitzumachen. Vielleicht ja Pro 70 in Lagos in Woche 3. 17.500 Preisgeld. Wir melden uns auch da mal an. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und dann sehen wir bei der Planung, dass hier bereits die Turniere eingeplant sind. Da und da. Und dann können wir nämlich auf Training rübergehen und uns mal anschauen, wie wir uns vorbereiten. Das Training kann vollautomatisiert gestaltet werden, da man hier so Programme hat und sagen kann, hey, in der Vorsaison gehen wir hier auf Cardio und auf Spitzenform und zwar mit einem schweren Arbeitspensum. Standardmäßig haben wir dann alle anderen Programme und eine Woche vor dem Turnier machen wir so eine Turniervorbereitung. Das kann man machen. Aber man kann natürlich auch selber einstellen, welche Programme man nimmt. Wir werden so eine mittelmäßige Variante fahren, dass wir hier vieles voreingestellt lassen, aber dass wir das eine oder andere dann auch nochmal anpassen. Grundsätzlich finde ich es ganz gut, wenn wir sagen, wir beginnen jetzt hier mit Cardio und Fitness. Und wenn wir dann in die Spitzenform gehen und uns dann direkt vor dem Rookie-Turnier uns dann auf das Turnier vorbereiten. Das heißt, wir bringen unsere Fitness hoch, dann bringen wir uns in Spitzenform, dann bereiten wir uns vor auf das Turnier und dann spielen wir das Turnier. Und die Vorbereitung auf das nächste Turnier machen wir nur mit dem mittleren Pensum, damit die Verletzungsanfälligkeit gering ist und wir natürlich auch von unserer körperlichen Verfassung nicht allzu schwach sind, denn die Spitzenform hier auf schwer wird schon anstrengend genug sein. Wunderbar. Das heißt, wir haben das Training geplant bis zum Turnier. Hier bekommen wir übrigens auch 50 Punkte, was cool ist. Oder bis zu 50 Punkte. Und dann haben wir hier das Pro-Turnier, dann würden wir sogar bis zu 70 Punkte dazu gewinnen können. Bei Strategien waren wir schon, bei Verträgen, da können wir jetzt nochmal kurz reinschauen. Dort sehen wir den Schläger, das Outfit und die Schuhe von Ella. Beim Schläger haben wir gesehen, gibt es gerade Vor- und Nachteile. Wir brauchen einen Schläger, wo wir besonders gut beim Rückschlag sind. Stoppball finde ich auch nicht verkehrt, Kontrolle finde ich auch nicht verkehrt, um den Spielstil von Ella besonders entgegenzugehen. Aber wir können gerne nochmal schauen, ob wir was anderes haben. Minus Timing finde ich auch nicht so gut. Kraft ist auch nicht ihr Ding. Ja, wobei, Kraft könnte man auch machen. Wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt ein kraftvolles Grundlinienspiel, könnte man auch auf Kraft gehen, absolut. Komm, wir gehen auf Kraft. Und das Outfit muss natürlich angepasst werden an die Dürenfarben. Deswegen gehen wir darauf, gelb-blau. Und bei den Schuhen, Fußarbeit und Balance gegen Geschwindigkeit und Wendigkeit. Finde ich nicht so gut. Mehr Ausdauer und weniger Geschwindigkeit kann ich mir schon gut vorstellen. Passt auch farblich. Geschwindigkeit und Wendigkeit gegen Balance finde ich blöd. Oder Schuhe, die gar nichts bringen. Nein, da gehen wir lieber auf Ausdauer. Wir haben hier einen Schläger von Barbolat. Eine Saison lang geht der Sponsorenvertrag. Da bekommen wir hier diese
2000 für das Outfit von Unok, da bekommen wir 3500 für. Und die Schuhe von Stripes, da bekommen wir 1200 für. Ziele werden wir später noch festlegen mit Ella. Und fürs Turnier haben wir sie angemeldet. Bei Berichten und Statistiken sehen wir jetzt noch nicht so richtig viel, aber sobald wir das erste Turnier gespielt haben, wird das ein richtig spannender Bereich. Dann geht es weiter zur Akademie. Die Reputation ist natürlich schlecht. Die Talentzone ist gut, weil wir in Deutschland sind. Hier sehen wir die Mitarbeiter, die wir gerade nicht so richtig, wo wir nicht so einen richtigen Einfluss drauf haben. Insbesondere auf Mike Borg, der hier der Vorstandsvorsitzende ist. Hier sehen wir das Team und hier unten sehen wir das Trainingsteam bzw. das medizinische Team. Wir können das Personal zuweisen. Momentan sind wir als Cheftrainer zugewiesen und das ist auch das Einzige, was gerade geht. Wir können nur uns als Cheftrainer zuweisen, weil wir keinen richtigen Cheftrainer haben. Und bei der Betreuung haben wir auch nur Vladislava Zemischkevich und die ist die Einzige, die betreuen kann und Myers ist der Einzige, der in die Trainingsstrategie rein kann. Und Gutierrez ist zwar nicht so super stark bei dem körperlichen Training, wir sind aber schwächer und Myers auch, deswegen stellen wir ihn ein. Natürlich könnten wir jetzt sagen, nee, wir wollen alles machen, aber dann sehen wir hier das Ausrufezeichen und wir sehen, wir wären dann überlastet. Das, was wir machen, gerade hier technisches Training und taktisches und mentales Training, machen wir richtig gut. Und so ein Myers könnte man hier auch natürlich noch mit hinzuziehen oder hier dann noch mit hinzuziehen, aber auch die sind irgendwann überlastet. Ich würde sagen, wir nehmen die dort mit, wo sie am besten sind und den Rest machen vorerst wir. Wir haben auch nicht das Geld jetzt viel in neue Mitarbeiter reinzustecken, das müssen wir alle später machen. Vorerst ist das unsere Aufteilung. Bei den Finanzen sehen wir noch nicht so richtig viel, das sehen wir gleich, wenn wir eine Runde oder eine Woche weitergehen, dann entwickelt sich das hier mit den Einnahmen und Ausgaben. Das wird wahrscheinlich sehr spannend werden. Wenn wir nichts in Turnieren gewinnen, werden wir wahrscheinlich sehr schnell bankrott gehen. Sportzentrum, hier sehen wir die Sachen, die wir ausbauen können und aufbauen können. Wir können zum Beispiel sagen, hey, wir wollen Ella noch mehr Richtung Hartplätze trainieren lassen, dass sie da noch besser wird. Dann könnten wir für 163.000 Euro hier die Hartplätze auf die nächste Stufe bauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir, dass wir dann auch mehr monatliche Einnahmen bekommen von diesem Platz. Aber der Platz muss natürlich auch gewartet werden und wir haben demnach dann auch monatliche Ausgaben. Momentan ist es so, dass die Ausgaben unserer Infrastruktur unsere Einnahmen übersteigt. Und 12 Mitarbeiter, 4 Kaderplätze und dann können wir uns vergleichen mit den Top 3 Akademien, da sind wir natürlich weit hinten dran. Und das sind all die Sachen, die wir hier im Infrastrukturmodus bauen können und die bringen natürlich verschiedene Mali und Boni, in den meisten Fällen nur Boni. Aber das können wir uns gerade nicht leisten. Mitarbeiter sehen wir hier. Das sind die, über die wir verfügen können. Da sehen wir auch, wie teuer die sind. Und momentan sind wir dann natürlich auch nicht in der Lage, neue Mitarbeiter zu finden. Wir arbeiten erstmal mit dem, was wir haben. Das medizinische Zentrum kann ebenso ausgebaut werden wie unsere allgemeine Infrastruktur, was natürlich auch super wichtig ist bei Verletzungen und so weiter. Aber auch entsprechend teuer. Und dann sehen wir hier auch nochmal die Mitarbeiter, die sich um die medizinische Betreuung kümmern. Und dann sehen wir hier auch zum Beispiel, Ella hat eine sehr geringe Gefahr von Verletzungen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Jugend- und Scouting-Zentrum natürlich auch wichtig, wenn man auf Nachwuchs setzen will. Und dann haben wir hier am Ende noch ein Business-Center, auch wichtig, um zum Beispiel die wirtschaftlichen Dinge voranzutreiben. Wenn wir auf Manager gehen, sehen wir unsere eigenen Ziele. Warum ist da nicht unser Bild, sondern das Bild von Mike Borg? Weil das die Ziele sind, die das Präsidium uns auferlegt. Die kommen gleich noch dazu. Und hier sehen wir unsere Karriere bis jetzt noch irrelevant. Bei der Suche können wir einfach nach Spielern suchen.
und Welt, da sehen wir dann die anderen Akademien. Damit sind wir einmal durchgegangen und so kompliziert ist es dann doch nicht mehr, oder? Wenn du das Spiel cool findest und mich dazu noch unterstützen möchtest, dann habe ich eine richtig coole Kombo-Möglichkeit. Schau mal unter dem Video in die Videobeschreibung. Der erste Link führt dich zu meinem Shop-Partner, wo du das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt noch reduziert erwerben kannst. Wir wollen direkt weitergehen. Und gehen hier oben rechts auf Weiter. Dadurch läuft die Zeit voran und die Woche wird so langsam abgespielt. Und es gibt immer dann eine Pause, wenn irgendwas vorliegt. Zum Beispiel auch wichtige, ungelesene Nachrichten, die uns dann auch zu weiteren spielmechanischen Herausforderungen bringen. Zum Beispiel zu den Zielen, die wir gerade angesprochen haben. Da meldet sich nämlich auch der liebe Mike Borg, der Vorstandsvorsitzende, und sagt, hey, du bekommst folgende Ziele. Rekrutiere nur Spieler mit einem anderen Status als sekundärer Spieler. Also er möchte nicht, dass wir neue Spieler holen, die nur sekundärer Natur sind, die man halt da hat, aber die jetzt nicht unbedingt wichtig für die Akademie sind. Das beachten wir momentan, denn unsere Ella ist die Schlüsselspielerin. Wir sollen aber jetzt keinen anderen Spieler dazu holen, der nicht so richtig wertvoll ist. Und wir sollen das medizinische Zentrum auf Stufe 2 ausbauen. Ich glaube, das macht so oder so Sinn. Wir sollen nur Spieler im Team haben, deren prozentualer Umsatzanteil größer als 15% ist. Bei Ella ist es ja ungefähr 24%, deswegen ist es beachtet. Aber das ist natürlich schon eine sehr schwierige Herausforderung. Bedeutet auch, dass wir neben Ella nicht so richtig viele Spieler dazu holen können. Vielleicht irgendwann noch einen zweiten, aber wir sollen hier wirklich Hauptspieler nutzen. Aber das ist ja in Ordnung. Gerade als kleine Akademie ist es, glaube ich, wichtig, sich da zu fokussieren. Und reputationsmäßig, sagt er, sollen wir den Ruf der Akademie verbessern. Mit Erfolgen schaffen wir das ja hoffentlich. Ich bin gespannt. Das war die erste Meldung von uns. Dann gibt es noch eine zweite Meldung, wo uns gesagt wird, hey, Ella ist unserer Akademie beigetreten, wir haben 10.000 Euro Budget, das wissen wir alles. Dann gehen wir nochmal weiter und es geht weiter in der Woche. Und es steht eine Pressekonferenz an. Der Grünschnabel, Teglius von Angespielt, der noch eine frische Unterhose anhat, stürzt sich mal in die Höhle der Löwen. Teglius von Angespielt, Sie haben gerade Ihre eigene Akademie gegründet. Was hat Sie dazu geführt, sich hier zu gründen? Ja, gute Frage. Ich kenne diese Gegend wie meine Westentasche. Das passt tatsächlich zu unserem ersten FC Düren Let's Play. Und deswegen sagen wir das. Was hat dich dazu bewogen, eine Tennisakademie zu leiten? Das ist genau der Beruf, der für mich gemacht ist. Ja, finde ich eigentlich ganz cool als Antwort. Welches Ziel hatten Sie vor Augen, als Sie hierher gekommen sind? Ich möchte diese Akademie zu einem Maßstab machen, von dem alle Spieler träumen. Finde ich ein bisschen zu hoch gestochen zum jetzigen Zeitpunkt. Es handelt sich um eine neue Akademie. Wir haben gerade unseren ersten Spieler unter Vertrag genommen, dem schon bald andere folgen werden, um ein kollektives Wachstum zu fördern und alle unsere Ressourcen auszuschöpfen. Das finde ich super. Wie ist es Ihnen gelungen, Ella Sädle für Ihr Projekt zu begeistern? Es war einfach, sie zu überzeugen. Wir kannten einander gut. Nein, wir kannten uns nicht. Sie hatte bereits von meinem Projekt gehört und war gerade dabei, sich von ihrem Trainer zu trennen und nach neuen Chancen zu suchen. Ja, das finde ich super. Ich glaube, das war eine ganz gute Pressekonferenz. Es geht weiter für uns. Und wir bekommen eine Nachricht von der Turnierregistrierung. Ja, also hier hat das tatsächlich geklappt, wie es aussieht. Nein, wir haben hier erstmal nur die Liste bekommen, welche Turniere dort anstehen. Hier sehen wir einen Trainingsbericht, wie sich Ella entwickelt. Geschwindigkeit, Fußarbeit, Timing hat sich verbessert, super. Und hier sehen wir ein Ranglisten-Update. Alles klar. Dann schauen wir doch mal auf die Rangliste drauf, schauen bei den Frauen nach
und gucken mal, ob sie noch auf Rang 179 ist. Ja, da ist sie noch. Wunderbar. Weiter geht es. Und dann kommen wir in Woche 50, in der wir jetzt nicht mehr Cardio machen, sondern Ella in Spitzenform bringen. Jetzt wollen wir die sportlichen Ziele für 2024 festlegen für Ella. Und da wollen wir selbstverständlich mit Ella sprechen. Allerdings ist sie gerade verärgert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wir werden definitiv gucken, ob wir sie ein bisschen aufmuntern können. Die Geduld der Spieler verändert sich, während du mit ihnen interagierst. Ja, selbstverständlich. Ella, wir müssen unbedingt gemeinsam deine sportlichen Ziele für diese Saison festlegen. Welchen Platz sollte ich Ihrer Meinung nach bis zum Saisonende anstreben? Ja, die Top 100 auf jeden Fall. Top 150 ist, glaube ich, zu wenig. Top 70 ist, glaube ich, zu ambitioniert. Top 100 wollen wir erreichen. Das scheint tatsächlich gut zu sein. Was ist mein Ziel in Bezug auf die Women Tennis League Next Gen Finals Ende des Jahres, an denen die 8 besten Spieler unter 21 Jahren teilnehmen? Ja, da wollen wir auf jeden Fall teilnehmen. Titel gewinnen, boah, schwierig. Die Besten unter 21. Ich finde es eigentlich schon cool, wenn wir uns überhaupt qualifizieren können dazu. Also machen wir. Am Wettbewerb teilnehmen. Was legen wir als Ziel in Bezug auf dieses Turnier fest? Qualifikation auf jeden Fall. Also eher 16 vielleicht schon ein bisschen zu ambitioniert. Eher 32 ist auch sehr ambitioniert. Aber könnte eventuell ihre Moral heben, weil sie sagt, okay, er glaubt an mich, er steht hinter mir, wir haben viel vor uns, wir schlagen das mal vor. Oh, ist für sie auch cool. Und kontinentale Turniere, wie viele Titel soll sie gewinnen? Wir machen jetzt bereits das erste Turnier, das Pro 70 Turnier. Das Rookie-Turnier jetzt vor der Saison, das zählt nicht, aber das Pro-70-Turnier in Woche 3 war das, glaube ich. Das zählt dann schon mit. Also ein Titel gewinnen wollen wir auf jeden Fall. Zwei Titel gewinnen ist, glaube ich, sehr hochgegriffen. Komm, wir machen mal einen Titel gewinnen. Das scheint gut zu sein. Okay, sie scheint zufrieden zu sein. Und sie schlägt vor, dass sie in der Top 3... der nationalen Rangliste landen möchte. Alles klar. Jetzt ist sie wieder so lala mit der Moral. Okay, da müssen wir ein bisschen ran. Umso besser, dass wir jetzt erstmal noch einen Rookie-Termin oder ein Rookie-Turnier eingeschoben haben, damit sie vielleicht hier von der Moral wieder ein bisschen sich fangen kann. Und hier sehen wir auch Rangliste. Sie ist auf 148 gestiegen. Alles klar. Und unsere Registrierung in Hongkong wurde akzeptiert. Das heißt, wir werden jetzt definitiv bei dem Rookie-Turnier mit teilnehmen. Sehr schön. Und dann können wir nochmal weitergehen. In 21 Tagen beginnt schon dann das erste Turnier. Wöchentlicher Teambericht am Montag. Sie ist erschöpft, Moral ist in Ordnung, Form ist Mittel. Selbstverständlich, das ist jetzt eine schwere Woche. Und hier wird nochmal das Trainingsprogramm vorgestellt. Wunderbar, es geht weiter. Erstmal passiert jetzt nicht mehr ganz so viel. Sehr, sehr schön. Ich mag das, dass das Logo hier oben auch so präsent ist. Habe ich mit sehr viel Liebe erstellt für uns. Wöchentlicher Teambericht, jetzt ist sie frisch, Moral in Ordnung, Form Mittel, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier sehen wir ihre Trainingsfortschritte. Antizipation, Fokus und taktische Fähigkeiten wurden trainiert. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Und dann kommen wir nämlich dem Turnier schon mal ein ganzes Stück entgegen. Und das wird dann richtig spannend, meine Lieben. Jetzt gehen wir nämlich in die Turniervorbereitung rein. Teambericht in Bestform,
Wunderbar, das haben wir gut gemacht mit der Spitzenform. Fokus geht weiter hoch. Alles genauso, wie wir es haben wollen. Und jetzt gibt es eine Pressekonferenz zum Saisonstart. Der Vorstandsvorsitzende macht uns darauf aufmerksam, dass er dort was geplant hat. Okay. Wir werden bereit sein für diese Pressekonferenz. Rein da. Worauf achten Sie beim Saisonstart besonders? Sie ein paar Matches spielen lassen? Nein. Das ist zwar schon so ein Stück weit die Wahrheit, gerade mit diesem Rookie-Turnier, aber das können wir natürlich nicht öffentlich sagen. Das würde die Moral nur senken. Ihr helfen sich zu verbessern, ja, stimmt auch, aber ist auch irgendwie blöd, das so zu kommentieren. Punkte sammeln, ein paar Plätze nach oben klettern. Ja. Deshalb haben wir hart an Spielplänen gearbeitet, die zu ihr passen. Ja, ich würde sagen, wir haben hart an Spielplänen gearbeitet. Welches Hauptziel haben Sie für diese Saison ins Auge gefasst? Wir wollen die Akademie erstmal voranbringen, auch was die Infrastruktur betrifft. Wenn wir das Geld hätten, ja, aber so viel Geld werden wir nicht haben. Titelgewinn und Rekorde brechen ist ein bisschen zu hoch geschnalzt, finde ich. Ja, dann nehmen wir vielleicht doch das. Dass wir sagen, okay, wir wollen die Infrastruktur voranbringen. Ob wir am Ende wirklich das Geld haben, das wird sich zeigen. Alice Schwarz, werden Sie in dieser Saison ein besonderes Programm für Ella entwickeln? Aber klar doch. Sie ist ja nicht wie eine gewöhnliche Spielerin. Für sie wurde ein spezifischer Trainingsplan erstellt. Passt ja auch, sie ist gerade die einzige Spielerin. Man weiß ja, wie schwierig es ist, unter die Top 100 zu kommen. Wird Ella das schaffen? Ja, es ist ein Ziel von uns. Deswegen müssen wir zuversichtlich sein, um Ella da auch die Stütze zu sein. Ganz wichtig, weil dieser mentale Faktor ist so wichtig in diesem Spiel. Da müssen wir immer versuchen, der Rücken unserer Spieler zu sein. Damit die sich entspannen können und auf das Spiel konzentrieren können. Deswegen, ja, ich bin sehr zuversichtlich. Und Ella meldet sich hier sogar daraufhin. Richtig cool. Coach, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, die Fragen der Journalisten zu beantworten. Das macht das, was sie über mich gesagt haben, noch wertvoller. Danke für ihr Vertrauen in mich. Ich werde sie nicht enttäuschen. Richtig gut. Wir haben das richtig, richtig toll gemacht. Und Mike Borg. Achso, das war nur die Planung. Wir haben noch eine ungelesene Nachricht, das können wir dann schnell hier filtern. Was haben wir hier? Sie waren fantastisch! Im Namen des Vorstands möchte ich mich für Ihre Pressekonferenz bedanken. Sie haben Ihre Worte weise gewählt. In den Medien, Zeitungen und sozialen Netzwerken wird nur über Sie gesprochen. Wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Medien über die Akademie berichten. Super. Also sowohl der Vorstand als auch Ella super zufrieden mit der Pressekonferenz. Jetzt müssen wir nur noch zufrieden sein mit dem Turnier. Es geht nämlich los. Und das Turnier in Lagos hier wurde auch bestätigt, wo wir dann beim ersten richtigen Turnier dann mitmachen beim Pro 70 Turnier, wo wir dann auch einen Titel holen wollen. Sehr, sehr schön. Da könnten wir nochmal kurz in die Planung gehen, damit wir das Training dann hier zumindest mal reinbringen. Cool, cool, cool. Dann könnten wir das Training jetzt schon anpassen. Wollen wir das schon machen? Das ist die große Frage. Also hier haben wir noch das Turnier. Und hier bereiten wir uns dann wieder auf das nächste Turnier vor. Taktik und Mental. Nee, ich glaube, wir bringen uns dann nochmal in Spitzenform, ehrlich gesagt. Oder vielleicht ist sie dann noch in Spitzenform. Was haben wir denn hier noch vor dem Turnier für
für Möglichkeiten? Ja, vielleicht doch Taktik und Mental nochmal. Dass wir da auf einem guten Level sind. Mittlere Belastung. Hier auch mittlere Belastung. Vielleicht hier erstmal eine leichte Belastung. Weil sie ist ja hier direkt nach dem Turnier wieder da. Dann wollen wir nicht zu viel von ihr verlangen. Ich glaube, das ist gut. Und dann geht es nämlich jetzt für uns rein in das Spiel. Nachdem wir nochmal geguckt haben, ob wir hier noch was sehen. Ja, also sie hat gerade einen tollen Fokus, den sie erarbeitet. Das ist richtig gut. Dann geht es rein in dem Turnier in Hongkong in der Women Tennis League Rookie 50. Wenn wir bis ins Finale kommen, müssen wir 5 Runden überstehen und wir spielen auf dem Hartplatz. Insgesamt können wir 50 Punkte gewinnen, dafür müssen wir das Ganze aber auch gewinnen. Hier sehen wir dann unterteilt, wie viele Punkte wir bekommen, wenn wir es nur ein Stück weit weiter schaffen. Und beim Preisgeld ist die Unterteilung ebenfalls so gestaffelt. Und wenn wir uns mal die Ella anschauen, dann sehen wir, dass sie einen Umsatzanteil an 22% hat. Das bedeutet, das ist der Anteil, was hier die Akademie bekommt von dem Preisgeld. Hier oben sehen wir unseren aktuellen Kontostand. Die Bilanzwerte sehen wir jetzt noch nicht. Das wird sich jetzt in den kommenden Wochen aber zeigen, wenn die ersten Einnahmen und Ausgaben getätigt wurden. Und da wissen wir schon von vornherein, das wird nicht gut aussehen. Wir brauchen das Preisgeld sehr, sehr dringend. Aus diesem Grund müssen wir heute dieses Turnier gewinnen. Nicht nur aus diesem Grund, denn wir nutzen das quasi als Saisonvorbereitung. Wir sind zwar jetzt schon in Woche 1 des Jahres, wir haben gerade den 1. Januar, aber das ist erstmal nur die Vorbereitung, um Ella so ein bisschen einzuspielen, damit sie die Motivation hat, damit sie den Biss hat, damit sie die Zuversicht hat, die sie braucht, um dann bei den Profiturnieren auch richtig weit zu kommen. Das bedeutet aber nicht, dass uns hier jeder Sieg geschenkt wird. Die Spieler, gegen die wir hier spielen, sind individuell stark und haben eventuell auch die ein oder andere Geheimwaffe aufzufahren, mit denen wir gar nicht handhaben können. Wir spielen heute gegen Priska Madeline Nuja Oho aus Indonesien. Sie ist 20 Jahre alt und ist ein Aspirant, also schon ein bisschen erfahrener. Und sie ist eine vielseitige Spielerin. Das ist gefährlich. Das heißt, sie spielt sehr offensiv. Sie geht vor allem auch auf unsere Schwachstellen, sieht ganz genau, in welche Richtung wir laufen, spielt dann entgegen der Laufrichtung und kann auch mal einen Ball spielen, der dann entsprechend uns komplett ins Leere laufen lässt. Das kann tatsächlich schwierig für uns werden. Ansonsten können wir uns nur so halbwegs rantasten und überlegen, hey, in welchem Bereich wird sie hier wohl liegen? Aber wir sehen, sie ist unterm Strich, selbst wenn wir immer von den schlechtesten Werten ausgeben würden, ist sie schon eine starke Gegnerin. Was uns allerdings extrem zugute kommt, sie ist verletzt. Nicht so super verletzt, dass sie nicht antritt, aber sie ist zumindest gestört durch eine Entzündung im linken Knie. Und aus diesem Grund ist sie schon ziemlich gehandicapt, gerade wenn sie gegen so eine starke Spielerin wie Ella antritt. Wir gehen ins Briefing rein und sehen jetzt hier beide Spieler nochmal gegenübergestellt. Ella ist in der Rangliste deutlich höher als Priska, das bedeutet aber absolut gar nichts und hat nichts mit der Spielerstärke zu tun. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel Priska mehr Titel gewonnen hat. Ich gehe mal davon aus, dass es entweder in der Vergangenheit war oder dass das Titel waren, die nicht so richtig hoch waren. Genau, das sind hier Rookie-Titel, Rookie 10 und Rookie 50. Aus diesem Grund ist sie in der Rangliste nicht ganz so hoch, aber sie weiß, wie man Titel gewinnt und aus diesem Grund sollten wir vorsichtig sein. Und in dieser Saison haben wir natürlich beide noch nichts gewonnen, ist ja klar, die hat gerade erst angefangen. Unsere Analytikerin ist natürlich auch nicht die
beste Analytikerin, die man haben kann. Allerdings bringt sie jetzt schon sehr wertvolle Hinweise. Und wir sehen, dass diese Priska nur in der mittleren Form ist. Klar, die ist halt gestört durch die Entzündung. Sie spielt hauptsächlich im Stil Platz-Allrounderin. Und sie könnte ihre Strategie zu offensives Grundlinienspiel oder sogar zu Spiel basierend auf Konterschlägen ändern. Ihre Stärken, taktische Fähigkeiten und der Rückschlag. Ihre Schwächen, ihr Fokus und Gelassenheit. Das heißt, wenn wir sie stressen, wenn wir sie von der einen Seite zur anderen Seite schicken, können wir sie eventuell mental brechen. Dann ist der Fokus weg, dann ist die Gelassenheit weg und dann können wir die Nuss knacken. Es wird ein ausgewogenes Spiel, aber wenn Ella konzentriert bleibt, sollte sie es schaffen. Ella muss auf den Rückschlag ihrer Gegnerin abzielen. Das kriegen wir hin. Wir können strategische Anpassungen vornehmen und da würde ich vielleicht so zumindest ein ganz kleines bisschen reingehen. Wir haben es mit einer sehr aggressiven, offensiven Gegnerin zu tun. Und wir könnten natürlich ebenfalls offensiv antworten oder einfach die Fähigkeit und die Spielvariante unserer Gegnerin kopieren und dann möge die bessere gewinnen. Ich glaube, wir gehen auf das kraftvolle Grundlinienspiel und werden eine gute Balance finden zwischen Verteidigung und Angriff. Natürlich wollen wir Bälle schießen, die platziert sind, die Priska in die Defensive bringen, dass wir die Kontrolle über das Spielfeld haben, wollen aber nicht mit zu einer großen Offensive die Kontrolle unsererseits verlieren. Deswegen versuchen wir eine gute Balance zu finden. Die taktische Disziplin bedeutet, dass unsere Ella sich durchaus hier dran halten soll an unsere Abmachung, aber auch das ist ganz wichtig. Sie hat zumindest ab und zu mal die Möglichkeit, selber kreativ zu werden. Die Intensität stellen wir mal ein bisschen hoch, denn ich glaube, das wird gar nicht mal so eine einfache Gegnerin. Und dann können wir hier natürlich noch ganz viele weitere Dinge einstellen. Das machen wir vorerst nicht. Vielleicht sagen wir nur kurz vorher, dass wir die Rückhand anvisieren wollen. Und gehen dann jetzt in die Umkleidekabine. Wir könnten aber auch sagen, wir wollen das Ganze von der Tribüne aus beobachten. Dann simulieren wir das Spiel, haben keinen Eingriff in das Spiel. Jetzt können wir gleich dazwischen rufen, wir können die Taktik ändern. Wenn wir simulieren, sehen wir nur das Endergebnis. Das kann man aber machen. Man kann das Spiel komplett simulieren oder man kann sich das auch komplett ansehen. Wir konzentrieren uns natürlich auf Zweiteres. Wir betreten die Umkleidekabine und haben ein Vorgespräch mit Ella. Auch dieses Vorgespräch könnten wir nicht führen, wenn wir simulieren würden. Ella ist allgemein zuversichtlich, naja, von der Motivation noch unschlüssig, Entspannung immerhin beschwichtigt und Emotionen unbeeindruckt von der Gesamtsituation. Das Einzige, was hier vielleicht angegangen werden könnte und müsste, ist die Motivation unschlüssig, ist nicht das Beste. Was könnten wir sagen? Gute Ergebnisse werden dich besser machen und dir dabei helfen, dein bestes Tennis zu spielen. Ja, geht so ein bisschen in Richtung Motivation. Wenn du heute mit einem Unterhandaufschlag einen Punkt gewinnst, gebe ich dir Bob Sinclairs Nummer. Entspann dich, du kannst dieses Spiel gewinnen. Das Ziel ist es, langsam immer besser zu werden. Ja, das geht Richtung Entspannung. Du bist besser als sie, also sei zuversichtlich. Das geht ein bisschen Richtung Selbstbewusstsein, aber da müssen wir echt aufpassen. Denn das kann auch nach hinten losgehen. Selbstverständlich kann es auch mal sein, dass unsere Spieler zu viel Selbstbewusstsein haben und dann überheblich werden. Darauf müssen wir achten. Aber sei vorsichtig, sie ist eine starke Gegnerin. Ja, das könnte man machen, wenn sie überheblich wäre. Zuversichtlich finde ich aber ganz gut, wir wollen sie jetzt nicht verunsichern. Sobald du auf dem Platz bist, spielen die letzten Ergebnisse keine Rolle mehr. Wir hatten keine schlechten letzten Ergebnisse. Also ist das egal. Deswegen gehe ich tatsächlich auf das Erste. Ich glaube, dass uns das am ehesten helfen kann. Ella ist jetzt selbstbewusst. Wunderbar.
Wir starten das Match, meine Lieben. Und dann seht ihr die wunderschöne 3D-Ansicht und die wunderschöne 3D-Animation. Wir haben gerade 29 Grad hier in Hongkong und 6 Stundenkilometer Windbrise. Und hier sehen wir unsere Ella im dürren Outfit und hier die Kontrahenten in Lila. Bevor wir jetzt beginnen, mache ich mal ganz kurz auf Pause, um euch kurz mitzunehmen, damit ihr alles sehen könnt, was wir hier vor uns haben. Hier oben steht einfach das Turnier. Hier sehen wir den Tennisplatz. Wir können auch auf Statistiken gehen und können live jederzeit schauen, hey, wie sieht's hier eigentlich aus? Wo gibt es Probleme und was läuft gerade gut? Man kann auch auf eine 3D-Analyse gehen und sich dann hier anzeigen lassen, wo die Bälle landen, wo sie ins Ausgehen, wo es knapp ist und so weiter und so fort. Und das für ganz viele verschiedene Bereiche. Das finde ich richtig toll gemacht. Und wir sehen hier oben rechts dann auch die Hitze. Ist natürlich auch interessant für die Ausdauer und so weiter. Wir sehen die Wolkendecke und den Wind. Hier unten links sehen wir unsere Ella und ihre Ausdauer. Und die Ausdauer können wir natürlich auch so ein kleines bisschen beeinflussen, indem wir auch an der Intensität drehen. Da sind wir jetzt auf der zweithöchsten Stufe beim Aufschlag, beim Rückschlag und auch bei Schlüsselpunkten. Und hier rechts sehen wir die Ausdauer unserer Kontrahenten. Unter der Ausdauer sehen wir, und da haben wir schon drüber geredet, die mentale Verfassung. Wir sind selbstbewusst. Das setzt sich zusammen aus dem Selbstbewusstsein, aus der Motivation, aus der Entspannung und schlussendlich auch aus der Emotion. Und unsere Gegnerin ist enthusiastisch. Das wird sich aber alles noch drehen mit der Zeit. Denn wenn es gerade besonders gut läuft, dann kann man diesen Schub auch mitnehmen in der mentalen Verfassung. Aber wenn es mal schlecht läuft, könnte es auch sein, dass man zwischenzeitlich demotiviert wird und dann in einen Teufelskreislauf reinkommt. Wir können die Taktik jederzeit ändern und hier direkt in die Anweisungen reingehen und Änderungen erzwingen. Und wir können reinrufen. Wir können Ella motivieren, ihr gratulieren, wenn irgendwie mal was Cooles gelaufen ist. Sie kritisieren, ihr sagen, hey, das schaffst du. Immer mit der Ruhe, konzentrier dich oder sei nicht so gemein. Oder wir sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie mitten reinrufen, sondern wir wollen am Ende des Satzes mit ihr reden. Dann müssen wir das hier aktivieren und dann kommt ein Gespräch nach dem Satz. Wir können das Spiel anschauen in dieser TV-Perspektive, die echt hübsch ist. Das sind die ersten Punkte für Düren. Richtig guter Aufschlag gewesen gerade. Und ihr seht, wie hübsch das animiert ist. Richtig cool. Und was macht hier Ella für tolle Aufschläge? Oh mein Gott. Klar, wer den Aufschlag hat, der hat hier den Vorteil. Aber Ella dominiert hier Priska von vorne bis hinten. Jetzt aber Priska mit dem Aufschlag. Und da müssen wir jetzt verteidigen. Und da ist natürlich Priska so ein bisschen im Vorteil. Wenn wir jetzt sagen, hey, das ganze Tennis-Match dauert ein bisschen zu lange, kann man auch immer vorspulen zum nächsten Schlüsselmoment. Das machen wir mal ganz kurz. Und dann sehen wir haben den nächsten Schlüsselmoment. Es steht 30 to 40. Das heißt, Priska steht kurz davor, hier den Punkt zu holen. Nein, sie spielt ins Netz. Und jetzt gibt es gleich den Vorteil für einen der beiden. Schauen wir mal, wer den Vorteil erlangt. Bisher sieht es richtig gut aus, was Ella hier macht. Advantage jetzt aber für Priska. Es gibt auch andere Ansichten, um sich das Ganze hier anzuschauen. Es gibt die Top-Ansicht. Da sieht man insbesondere sehr gut, wo der Ball landet. Allgemein wird das immer sehr gut dargestellt, indem so ein kleiner schwarzer Kreis dann angezeigt wird. Wir pausieren hier gleich mal, genau. Dann sieht man hier ganz kurz einen schwarzen Kreis. Das ist aus der Top-Ansicht auch sehr gut zu sehen. Und
dann kann man sehr gut erkennen, hey, wo ist der Ball gelandet? Und ist der reingegangen oder ist er rausgegangen? Dann gibt es noch diese Dreiviertelansicht. Advantage hier für Priska leider. Und diese Dreiviertelansicht auch sehr schön. Gefällt mir gut. Allgemein kann man auch immer rauszoomen und reinzoomen auf allen, aus allen Perspektiven. Und es gibt dann hier auch noch die ganz persönliche Ansicht, wo wir direkt hinter unserer Ella stehen und ihre Tenniskünste so richtig schön begeistert anschauen können. Das sind die Möglichkeiten, wie wir hier durch das Spiel führen können. Wir können natürlich noch einstellen, hey, wir wollen bei diesen Autowechseln nicht jeden Satzpunkt miterleben. Wir wollen die Matchpunkte miterleben, vielleicht die Tiebreaks, also ganz große Krimis. Aber da kann man sich das auch sehr individuell einstellen, wann man hier aus dem Schnellvorlauf wieder rauskommt. Man kann sich das ganze Match komplett anschauen, wie man möchte. Oder man sagt hier halt wirklich, komm, wir wollen uns hier nur die Highlights anschauen. Und da so ein Tennismatch ganz schön lange dauern kann, wollen wir uns hier heute hauptsächlich die Highlights anschauen. Und daraus können wir auch schon ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Und die restlichen Erkenntnisse, die holen wir uns dann irgendwann aus den Statistiken. Ich muss eins sagen, Ella macht hier einen verdammt guten Job. Und das liegt nicht nur an der Entzündung von der Priska, sondern es liegt auch daran, dass Ella eine richtig gute Tennisspielerin ist. Das macht sie richtig, richtig stark. Wir gehen zum nächsten Highlight. Und dann steht es gleich hier 4:1. Und es dauert nicht mehr lange, dann haben wir dieses Set für uns gewonnen. Klar, wenn Priska Aufschlag hat, ist es deutlich schwerer für uns, aus der Verteidigung in den Angriff reinzugehen. Selbstverständlich. Aber selbst da schlägt Ella sich gut. Da sind wir sogar hier beim 40-30 angelangt. Ja, und das wird hier gleich das 5:2, gehe ich mal von aus. Ja, also das ist schon sehr, sehr stark, was Ella hier macht. Ein sehr, sehr spitz angeschnittener Aufschlag mit viel Kraft. Und wenn Priska den irgendwie wieder zurückbekommt, dann haut Ella den Ball in die andere Ecke. Das ist schon sehr gemein, aber auch sehr stark. Und auch hier eine sehr coole Idee, den Ball direkt hier vorne am Netz Volley zu nehmen, um den dann unhaltbar für Priska zu platzieren. Allerdings hat das hier nicht so richtig gut funktioniert, aber die Idee war großartig. Ich bin unfassbar zufrieden mit unserem Jungtalent hier. Und klar, selbstverständlich kriegen wir nicht jeden Ball, aber die meisten. Und haben selbst gute Ideen, spielen selbst offensiv genug. Und da hat unsere Taktik auch wirklich eingeschlagen, dass wir gesagt haben, hey, wir nehmen hier eine offensive Taktik, aber nehmen so ein bisschen Druck raus, damit wir in der Verteidigung noch ein bisschen besser stehen. Und bei der Intensität sind wir auch dann vollkommen richtig hochgegangen. Nutzen auch ungefähr die gleiche Intensität wie die Priska. Priska mittlerweile nicht mehr enthusiastisch, mittlerweile unbeeindruckt. Das wird sich sicherlich nochmal ändern, wenn wir hier gleich wirklich in Führung liegen. Das könnten wir jetzt schon beenden, wenn wir es zum 6:2 machen. Haben wir nicht zum 6:2 gemacht. Und jetzt kommt hier Priska und will anscheinend eine Aufholjagd starten. 30-40, wir haben Aufschlag. Jetzt müssen wir den 6. Punkt holen. Machen wir nicht. 5:4. Und jetzt hat Priska Aufschlag. Jetzt wird's doch nochmal ein Krimi.
15 Love. Der Thriller von Hongkong ist das jedoch irgendwie erklärbar. Ich weiß es nicht. Hat Priska ihre Taktik geändert? Das könnte sein. Weil auf einmal... 40 Love. Auf einmal kriegen wir nicht mehr den Zug rein. Gegen Priska. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. 5 zu 5. Das riecht ja schon fast nach einem Tiebreak. Ja, Ella hat hier gerade Probleme. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, ihr mal was reinzurufen. Ja, vielleicht konzentrier dich. Ihr Selbstbewusstsein ist dadurch gesunken. Aber ja, sie hat hier gerade ein ganz, ganz großes Problem. Schaut euch das an. Ella hat so einen starken Anfang gemacht. Und jetzt haben wir hier unsere Probleme. Aber ich glaube an sie, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. 6 zu 5 für Priska. Und sie hat Aufschlag. Es könnte sein, dass wir diesen Satz doch noch verlieren. Das gibt's doch nicht. Das war knapp. Schade. Ella, wir glauben an dich. Komm schon. Jetzt wird's auf einmal so richtig spannend. Und da, ja, hat sie uns natürlich hier in der Hand, die Priska. Aber Ella kommt nochmal ran. Sie verteidigt sich. Komm schon, Ella. Wir kriegen das hin. Wir brauchen das 6 zu 6, dann sind wir im Tiebreak. Und dann können wir den ersten Satz für uns gewinnen. Sehr gut, Ella. Jetzt noch einmal den Aufschlag verteidigen. Das ist schwer, ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass du schaffst. Richtig gut. Komm schon. Können wir nochmal was reinrufen? Ich glaube nicht. Nee, da ist noch nicht genügend Zeit zwischen. Wenn wir den jetzt machen, sind wir wieder im Gleichstand. Wir müssen jetzt zweimal hintereinander richtig gut verteidigen. Aber Ella ist jetzt wieder konzentriert. Wir haben gesagt, werde konzentrierter. Und seitdem läuft es auch wieder besser. Ihr Selbstbewusstsein hat ein bisschen was abbekommen. Aber sie spielt konzentrierter und das ist halt das Wichtige. 40-40 wieder, das gibt's doch nicht. Priska wieder enthusiastisch. Die riecht hier natürlich ihren Vorteil. Komm schon, Ella, bitte verteidige das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ja. Wieder in den Ausgleich gegangen. Das ist so schwer. Priska hat die ganze Zeit den Aufschlag. Ja. Jetzt haben wir den Vorteil. Ella. Zeig uns, was du kannst. Bitte. Sehr schön. Schick sie auf die Reise. Da sind wir nach vorne gegangen. Das hätte natürlich den notwendigen Druck aufbauen können. Aber hat uns am Ende leider den Vorteil gekostet. Jetzt ist Priska wieder im Vorteil. Es ist so spannend. Ella. Ganz Düren glaubt an dich. Du musst hier gerade richtig kämpfen um den Satz. Deuce. Wieder in Ausgleich gegangen. Und das Ganze, um danach im Tiebreak weiterzukämpfen. Oh, schade. Das war auch eine schwere Rückhand. Die ging leider ins Netz. Nächster Aufschlag von Priska. Wieder ein Ausgleich. Ella, das ist hier wirklich episch, was du abziehst.
Du hast kurzzeitig so ein bisschen die Konzentration verloren, aber jetzt bist du wieder vollkommen da und wir glauben an dich. Kannst du den Vorteil jetzt umsetzen? Komm schon, Ella, bitte. Es ist so spannend. Priska gegen Ella. Ella! Holt es sich! Wir sind im Tiebreak, meine Lieben. Das ist gut. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr diese blöde Situation, dass Priska die ganze Zeit Aufschläge hat, sondern wir teilen uns jetzt die Aufschläge. Aber der Aufschlag von uns ist leider verloren gegangen. 1-0 für Priska. Sehr gut, 1-1. Jetzt Priska nochmal mit dem Aufschlag, danach sind wir wieder dran. Das sieht nicht schlecht aus. Ella hat das gut antizipiert, dass der ins Aus geht. Jetzt wir mit dem Aufschlag und mit der Offensivsituation richtig toll gemacht. Ella ist richtig on fire. 4-1 nach Tiebreak. Da fehlt nicht mehr viel, dass wir den ersten Satz für uns entscheiden. Ja! Ella. Das ist ganz, ganz toll, was du hier machst. Das ist ganz, ganz toll, was du hier machst. Ich möchte ein Gespräch mit dir am Ende des Satzes. Jawohl. Ganz, ganz toll. Schön gemacht. Ella gewinnt den ersten Satz nach dem Tiebreak. Da hat sie richtig stark gekämpft. Satz Nummer 1. Was lief gut, was lief schlecht? Das wird uns jetzt nochmal angezeigt von unserer Analytikerin. 9% waren Asse, also ein Aufschlag, der direkt uns einen Punkt bringt. 90% der Punkte mit erstem Aufschlag gewonnen. Das ist stark. 56% der Punkte gewonnen. Ja. 36% der Punkte mit zweitem Aufschlag gewonnen. Das ist nicht genügend. Und wir haben Doppelfehler begangen. Und zwar in 9% der Fälle. Wie könnte man das hier verbessern? Klar, indem man ein höheres Risiko geht beim zweiten Aufschlag, aber dadurch kann man die Doppelfehler dann leider auch nicht umgehen. Ella gewinnt heute zu wenige Punkte nach zweiten Aufschlägen. Sie muss viel mehr auf Risiko spielen, um die Oberhand zurückzugewinnen. Aber die Doppelfehler, die wären dann natürlich da. Trotzdem können wir nochmal schauen, ob wir in die Takte gehen beim kraftvollen Grundlinienspiel und schauen, was wir beim Aufschlag so machen können. Risiko beim zweiten Aufschlag haben wir tatsächlich auf hoch gemacht. Hier leider noch nicht. Dann nutzen wir das mal. Und wenn wir im Vorteil sind, sowieso. Und dann schauen wir mal, ob das schon was bringt. Beim Rückschlag, glaube ich, sollte das durchschnittliche Risiko durchaus beibehalten werden. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Beim Ballwechsel haben wir gesagt, immer die Rückhand des Gegners anvisieren. Das sieht gut aus. Hier haben wir auch Risiko mit der Rückhand lieber im durchschnittlichen Bereich. Mit der Vorhand im hohen Bereich. Ich glaube, das passt eigentlich. Angriffssituation, Verteidigungssituation. Ja, ich bin damit zufrieden. Da haben wir kleine Anpassungen gemacht. Vielleicht reicht das ja schon. Und dann gehen wir ins Gespräch mit Ella. Also, was können wir ihr sagen? Sie ist weiterhin selbstbewusst. Sie ist entspannt. Emotional ist sie unbeeindruckt. Motivation hängt bei ihr noch ein bisschen durch. Leg los, zeig Zähne, gewinne diesen psychologischen Krieg. Könnte tatsächlich so ein bisschen Richtung Motivation gehen, könnte aber auch Richtung Selbstbewusstsein gehen, muss man mal schauen. Sei vorsichtig, du hast das Match noch nicht gewonnen. Wäre sicherlich gut, wenn sie überheblich wäre. Du bist fantastisch, mach weiter so. Nee, jetzt nicht zu sehr loben. Nicht zu schnell, du hast alle Zeit der Welt, sie wird langsam verärgert.
Ja, geht, glaube ich, auch so ein bisschen Richtung Entspannung. So ruhig machen, aber ich glaube, es motiviert nicht. Lass nicht zu, dass sie nochmal wieder zurück ins Match kommt. Die Gegnerin hat ihr letztes Wort noch nicht gesprochen. Bleibt dran. Ich würde sagen, Zähne zeigen. Wir müssen diesen psychologischen Krieg gewinnen. Sie hat zugestimmt. Auf Second geht's. set. Mit dem Second set. zweiten Satz, meine Lieben. Was für ein spannendes Spiel hier. Aber Ella ist auch einfach Victoria. eine richtig gute Tennisspielerin. Da haben wir uns ein tolles Talent rausgesucht. Da brauchen wir nur einen Satz sehen, um diese Virtual. Aussage sagen zu können. 40 Love. Fourth and Wir 15. gucken uns jetzt natürlich mal die nächsten Highlights an. Ja, jetzt hat hier Priska natürlich den First game. ersten Punkt geholt, ist nicht so schlimm. Wir hatten ja auch nicht Aufschlag, das sollte passen. Gucken uns mal wieder das Highlight an. 40-30. 40-30 für uns. Das sollten wir eigentlich machen. Wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir den machen. Und ja, der One ging game all. einmal nach Bangladesch und das von Hongkong aus. Jetzt Love der 15. nächste Aufschlag von Priska. Fold, second Vielleicht service. können wir hier tatsächlich auch einmal verteidigen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Einmal den Aufschlag des Gegners verteidigen, die eigenen Aufschläge mitnehmen Love und dann 15. wären wir in einem sehr guten Second service. Ausgangspunkt. Ella macht das halt einfach unfassbar souverän. Ganz, ganz starkes Spiel hier, was Ella zeigt. Klar, unser Gegner ist verletzt, hat eine Entzündung hier am Knie. Aber es ist Long schon 14. unfassbar stark, was Ella hier zeigt. Priska hat noch nicht einmal ihren Aufschlag durchbekommen gerade. Das sieht richtig gut aus. Ella, zeig deine 15-40. Stärke. Ah, 15-40. Aber wir haben noch Fold, second zwei set. Versuche. Game. Ja, Two sehr games to gut. run. Ja, wir schauen uns mal Fold, 15-40. die nächste Highlight-Situation an. Leider diesmal Fold, wir am second Schwächeln service. bei unserem Aufschlag. Game. Two games to Leider run. Game für Priska. Ah, das tut natürlich weh. Set 30-40. Aber jetzt sind auch wir wieder in einer guten Fold, second set. Verteidigungsposition. Wir wechseln uns gerade so ein bisschen ab. Haut, deuce. Ja, leider unentschieden. Wir bekommen Advantage. das Advantage. Wir bekommen das Advantage. Können wir den Ball noch durchbekommen? Oh, Deuce. gut verteidigt. Richtig, richtig stark verteidigt von Fold, Priska. second service. Advantage. Aber Ella kommt zurück. Unfassbar stark. Ja, machst du gut, Ella. Weitermachen. Deuce. Wieder ausgeglichen. Fold, second service. Wir brauchen eigentlich den Punkt. Um dann so ein kleines bisschen in den Vorteil zu gehen. Deshalb, Ella, bitte, verteidige hier. Und hol dir den Out, verdienten deuce. Sieg. Leider out. Wieder unentschieden. Das ist so spannend. Aber die 3D-Animation macht es da aber auch. Die ist so gut Advantage. gemacht. Also gerade für so ein Spiel, für so einen Manager-Simulator, ist das Ace schon two. sehr, sehr schick gemacht. Alles klar, 3 zu 2. 40-15. Der zweite Satz
kommt immer näher. 4-3 jetzt allerdings, während wir Aufschlag haben. Diese Priska ist einfach ein ebenbürtiger Gegner. Jetzt aber Priska mit dem Aufschlag, das ist ein Problem. Wir sind wieder im Gleichstand, 4-4 im zweiten Satz. Selbstverständlich möchte ich nicht bis in den dritten Satz gehen. Dieser Thriller muss vorher enden. Das wird aber nicht einfach. Wir mittlerweile überheblich. Und Priska unruhig. Immer mit der Ruhe, sagen wir mal. Wir müssen, glaube ich, unsere Ella so ein bisschen wieder runterbringen. Okay. 40-30. Noch einmal verteidigen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja! Jetzt haben wir zumindest die Chance, übers Advantage nochmal in die Pufferzone reinzugehen. Die brauchen wir jetzt auch. Jetzt nochmal verteidigen, Ella. Du hast es vorhin gezeigt, dass du es kannst. Zeig mir, dass es gerechtfertigt ist, dass du gerade ein bisschen überheblich bist. Sehr gut. Du holst dir den Vorteil. Dann sei dir die Überheblichkeit auch ein Stück weit gegönnt. Komm schon, Ella. Mach Düren stolz. Boah, das sind aber auch tolle Bälle, die sie rüberhaut. 5-4. Toll gemacht, aber jetzt auch wieder Priska ganz gut in der Verteidigung. Was ist denn hier los momentan? Aber 30-40 jetzt. Und der Doppelfehler. 5-5. Ich riech schon wieder einen Tiebreak. Kommt schon. Komm schon, Ella. Jetzt wir wieder in der Verteidigungsposition. Und es steht 6-5. Kriegen wir es hin. Diesen Satz für uns zu entscheiden. Wenn wir es hinbekommen, dann kommen wir eine Runde weiter. Nur noch einen Ball rüber bekommen, Ella. Dann haben wir sie geschlagen. Komm schon, wir schaffen das. Und der Ball ging ganz weit weg. Ella schafft es und gewinnt. Wir jubeln, ballen die Faust. Ella jubelt ebenso. Und die Fans in Hongkong, sie beklatschen aber auch die sehr, sehr starke Priska, muss man wirklich sagen. Hätte sie das Problem im Knie nicht, hätte das ja auch ganz anders ausgehen können. Was hat gut funktioniert? Ja, wir haben gute Aufschläge gemacht, kann man auf jeden Fall sagen. Aber unser zweiter Aufschlag, der war nicht stark genug. Wir haben halt auch ein paar Doppelfehler gemacht, mehr als wir Asse gemacht haben. Und Breakpunkte haben wir leider nicht oft genug vereiteln können. Trotzdem würde ich sagen, war das eine richtig tolle Leistung von unserer Ella. Das war eines der besten Spiele, die ich je gesehen habe. Nein, du hast es verdient und kannst stolz auf dich sein.
Ja, aber wir müssen aufpassen mit der Überheblichkeit. Gut gemacht, konzentrieren wir uns jetzt auf den nächsten Schritt. Morgen ist ein weiterer Tag. Gute Arbeit, du kannst dir jetzt eine Massage gönnen und dich ausruhen. Das geht, glaube ich, eher Richtung Entspanntheit. Naja, kein großer Sieg. Ich glaube, dann wäre sie verärgert. Kann stolz auf dich sein. Ja, wir wollen jetzt nicht zu große Töne spucken. Gut gemacht, aber konzentrieren wir uns direkt weiter, würde ich sagen. Ja, die Motivation steigt. Sie ist auch noch besorgt, von daher macht das schon Sinn, dass wir hier die Motivation auch ein bisschen hochbekommen. Denn Spannung ist gut, Emotion ist auch in Ordnung. Selbstbewusstsein kann ein bisschen runter, Motivation kann ein bisschen hoch. Und dann hätten wir hier schon die perfekte Balance. Sehr, sehr gut gemacht. Liebe Ella, das war ein richtig, richtig tolles Spiel. Wir haben hier einen wirklichen Teambericht. Wir sind in der Rangliste gestiegen, sehr schön. Und klar, Ella ist jetzt erschöpft. Moral ist in Ordnung, Form ist so mittelmäßig. Klar, können wir gerade nicht so super viel dran ändern. Aber sie kann sich noch ein bisschen ausruhen jetzt. Und das ist das Wichtigste. Dass sie jetzt noch ein ganz kleines bisschen sich zurücklehnen kann. Erfolgreiche Konferenz, das ganze Team und ich fanden ihren Auftritt vor den Medien sehr erfolgreich und wir wurden ordentlich gelobt von den Journalisten. Das ist großartig. Mittlerweile sehen wir auch unsere Bilanzen hier oben. Das ist richtig gut. Dann lass uns mal ganz kurz in die Finanzenübersicht reingehen und dann sehen wir, dass wir 82.000 an Einnahmen hatten in den letzten 30 Tagen und 82.014 an Ausgaben. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass Ella hier Preisgelder reinholt, weil wir sonst bei plus minus null stehen. Wir können uns keine weiteren Mitarbeiter leisten, keine weiteren Spieler leisten. Und das Schlimmste ist, wir können keine Infrastrukturen aufbauen, wenn wir keine Preisgelder reinholen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt hier eine Runde weitergekommen sind. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das hier weiterhin auswirken wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut doch hier rechts vorbei, da geht's nämlich zur nächsten Folge. Hier links kommt ihr zu meinem We Are Football 2024 Let's Play, wo ich einen Viertligisten übernommen habe und ihn bis zur Meisterschale führen möchte. Lasst mir noch ein Abo da, lasst mir noch ein Like da und bis zum nächsten Mal.